So, willkommen meine lieben Freunde zum zurück zu meinem Let's Play Civ 6 mit Griechenland, wo wir keine Ahnung haben, was wir tun. Wie man wahrscheinlich sieht oder wie ihr vielleicht mitgekriegt habt in den letzten Folgen. Ich habe hier jetzt, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe hier jetzt noch den griechischen Handwerker dieser Runde da weitergehen lassen. Und wir werden jetzt kurz schauen. Wir machen hier prinzipiell 4 und 3 Weizen. 3 Nahrung und 4 Nahrung, oder? Ja. Wir haben 2 Bauernhöfe. Wenn wir jetzt noch den dritten Bauernhof da dazu setzen. Schauen wir mal, ob sich da was ändert. Wir haben jetzt 3 nebeneinander. Tatsache. Da sind jetzt 4. Aber da sind noch immer nur 4. Warum? Das ergibt keinen Sinn. Ach, der grenzt an 2. Deshalb. Verstehe. Das heißt, wenn wir da hier gebaut hätten, hätte es alle 3 betroffen. Okay, das heißt, Dreiecke sind gut. Solche Kreise sind auch ein bisschen besser. Dann wird aber nur der dritte. Das heißt, vielleicht bauen wir da noch eine 4. her und dann haben wir alle den Bonus. Nehme ich mal an. Aber ich will das jetzt nicht kaufen, weil ich will die 600 für das Amphitheater verwenden. Das ist lustig, weil, wenn man sich anschaut, wo wir den Koloss hinstellen, der ist fast richtig. Da hätte man herstellen müssen. Da wäre er genau dort, wo er tatsächlich auf der Welt gestanden ist, nämlich in Rhodos. Das ist ziemlich lustig. Also zumindest finde ich das lustig. Ich weiß nicht, ob ihr es auch lustig findet. Vielleicht hätte ich mal irgendwelche Let's Plays anschauen sollen, um zu sehen, ob das Sinn macht, was ich da tue in etwa. Andererseits, so ist es viel lustiger. Also zumindest für die Leute, die zuschauen und wissen, wie Civ 6 zum Spielen ist. Immerhin ist das mehr oder weniger mein erstes Spiel. Aber Söldner, hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Okay. Euer Volk ist so begierig, die Söldner auszuprobieren. Bla 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 bla. Achso, okay. So, was können wir dann machen? Erträge durch Plünderungen werden durch das Plündern von Bezirken verdoppelt. Berufsarmee, 50% Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen. Oh, das ist auch nicht so schlecht. Und da Handelsföderation, Wirtschaft plus 1, Kulturen plus 1, Wissenschaft durch internationale Handelswege. Ah. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, nachdem ich das ja eh mache. Ersetzen wir das mit dem Gold vielleicht. Mein Gold ist gut, aber Kultur und Wissenschaft ist einfach besser. So, ich überlege gerade. Defensivgebäude bauen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, das hauen wir mal weg. Handwerker. Haben wir Handwerker in letzter Zeit gebaut? Werden wir Handwerker weiter bauen? Wahrscheinlich derzeit eher nicht. Das heißt, warte mal, da passen aber nur die hierher. Überlegen wir uns, was wir da machen. Plus eine Produktion. Plus 15%, das wird den Koloss ein wenig beschleunigen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Wir kaufen doch immer wieder Land. Koloss schneller. So, dann haben wir noch eine Joker-Politik, die wir machen können.
Schauen wir uns mal alle an. Was ist das eigentlich mit dem großen Wissenschaftler? Kriege ich den auch irgendwann einmal, oder? Oder einen großen General? Hm. Vielleicht irgend so ein Militärdings? Antike Klassik bauen wir nicht mehr. Antike Klassik bauen wir nicht mehr. Können wir diese alten Sachen, die wir nicht mehr bauen, wegtun? So, Mittelalter Renaissance. Machen wir das. Oder? Ich habe einen Reiter gebaut. Das ist noch Klassik. Warte mal, warte mal, warte mal. Was können wir denn derzeit bauen? Für Einheiten. Reiter, 200 bis zur Fertigstellung. Hm. Was kann man denn da für Einheiten bauen überhaupt? Schwertkämpfer sind doch auch noch nicht Mittelalter, oder? Nehme ich mal an. Steht das irgendwo dabei? Nahkampf, Klassik, genau. Lagerrüstung. Unterstützungseinheit der Klassik. Ja, aber Ritter. Ah, wieso baue ich eigentlich keine Ritter, ich Idiot. Armbrustschützen ist auch Mittelalter. Pikeniere sind auch Mittelalter. Idioten. Wieso sind die Reiter überhaupt da noch drinnen? Du brauchst das da. Nicht den Reiter. Gut, so. Wo ist jetzt denn die Regierung? Da. So, was haben wir gesagt? Das kommt weg. Das kommt rein. Dann. Was haben wir noch gesagt? Ah ja, genau. Die Wunder. Und wir haben gesagt, da unten kommt rein. Die Ausbildung von, genau, Nah-, Fern- und Kavallerieabwehreinheiten. So, jetzt sind das nicht 9, sondern 6 Runden. Finde ich gut. Und das sind noch 10. Das sind auch 2 Runden gespart. Dafür machen wir ein bisschen weniger Geld. Leider. Aber was soll's. Kann man nichts machen. So, Galeere. Noch eine Galeere. Du wartest. Das Amphitheater haben wir bald. Mhm. Du machst. Ich hab da noch Fische zum. Ich bin so dämlich. Die können ja auch noch. Gemacht. Diese Fische auch noch. So, Wohnraum in Athen geht uns der Wohnraum wieder aus, wie ungewöhnlich. Das passiert uns eh fast nie. So, na dann. Machen wir einfach die Mittelaltermärkte fertig und aus. Pfeif auf die 4 Handelswege. So, noch ein Gesandter nach Karthago. Und wenn wir das haben, das heißt, wenn Athen endlich Stufe 10 ist, kriegen wir noch einen 7. sogar dazu. Gut, wir haben zwar jetzt keine Lagereinheiten, aber was Lager. Keine Lager, aber was soll's. Kann man nichts machen.
So, Galeere. Ah, verdammt. Aber durch den See können wir. Wir können uns einschiffen. Eritrea produziert noch immer zu wenig Essen. Na supi. Also so ein Bauernhof ist das. Ein Bauernhof, yep. Das heißt, wir werden dann wieder ein Dings bauen. Wir werden dann wieder... Ah, da oben bauen wir sowas so. Aber wir bauen da sowieso den Kornspeicher, der produziert auch zwei Essen. Passt schon. Und nächste Runde. Arcade, das ist schon 14er Stadt, bist du irre. Irgendwas mache ich falsch in dem Spiel. So ziemlich alles wahrscheinlich. Mission ist auch schon eine Eva Stadt. Gandhi hat sich über die Kooperation bei der Agenda Stehendes Heer bedankt. Also klar, der Computer macht ja immer Heere bis zum Unfall. Hey, das ist eine Renaissance wieder. Die Feder ist vielleicht doch nicht mächtiger als das Schwert, doch die Druckerpresse könnte schwerer als die Belagerungswaffe sein. Nur ein paar Worte können alles verändern. Terry Pratchett. Das ist lustig. Verdammt, wir hätten das nicht machen sollen. Jetzt haben wir kein neues Dings für Karthago gekriegt. Keine neue Quest für Karthago gekriegt. Hey, öffentliche Verwaltung. Mies, das ist genau in dem Moment fertig geworden. Und wir haben einen Repräsentanten von Kumasi getroffen. Wo ist denn das? Wieso haben wir das gemacht? Ah, warte mal. Haben wir aber dann doch für Dings? So, Hattusa will eine religiöse Bekehrung. Wer will das nicht? Kabul will einen großen Ingenieur. Auch das hätte ich gern. Und Kumasi will auch eine religiöse Bekehrung. Okay, das kann man vergessen. Obwohl Kumasi geht, weil Kleopatra hat ja keine Religion. Mhm. So, das ist super. Das heißt, Karthago hat seine Dings erfüllt bekommen. In dem Moment, also wirklich im gleichen Zug, in dem ich neue Aufträge gekriegt habe. Das war absolut irre schlecht. Ein absolut irre schlechtes Timing, könnte man sagen, ist das gewesen. So, Kumasi ist aber genial, weil das ist eine Kultursache. Ah, die will ich haben. Ach, die Kleopatra ist so... Oh, die interessiert das sowas von überhaupt nicht, diese Stadtstaaten offensichtlich. Deswegen habe ich wenigstens eine Chance, dass es geht. So, 600. Wir könnten doch glatt jetzt... ein Amphitheater kaufen. Hey, schau mal. Wieso kann ich das nicht machen? Achso. Du musst da drüben stehen. Du musst es tatsächlich in dem Ort machen. Ich fächele mir Luft zu in der trägen Hitze. Der Wald lädt zum Entblättern ein. Meine Haube hängt an einer Felsspitze. Mit entblößtem Haupt bade ich in süßer Luft. Okay, das ist gruselig. Yay, das Amphitheater hat zwei Plätze. Können wir das darüber bringen? Jetzt haben wir nämlich mehr Tourismus. Yes.
8 Kultur und 16 Tourismus statt nur 8. Oder? Täusche ich mich? Achso, nein. Überhaupt nicht. Das ist genau das gleiche. Das ist 4 und 8. Wieso steht da 4 und 4? Und in Wirklichkeit ist aber 4 und 8. Kann man das jemand erklären? Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, warum dem so ist. Man könnte das vielleicht nachlesen, aber naja. Hattusa könnte sich vielleicht sogar irgendwie ausgehen, bekehrt zu werden, wenn wir in der Lage sind, ein bisschen mehr Glauben zu produzieren. Gut, diese Galerie macht nichts. Dieser Herr hier geht weiter zum Baikalsee. Ich würde sagen, das ist der Baikalsee, oder? Schauen wir. So, was machen wir als nächstes? Militärtechnik, wenn wir es können. Wie ist es eigentlich mit dem großen Wissenschaftler? Wir produzieren jetzt so lange schon Wissenschaftlerpunkte, wieso kriegt man keinen? Das große Wissenschaftler. Wir produzieren 4,8 Punkte. 3 Punkte. Wir brauchen 240 Punkte dafür. Bist du irre? Einen Punkt. Punkt. 8,5 Punkte. Oh, verstehe. Da gehen die ganzen Wissenschaftler hin. 0 Punkte, 0 Punkte. Das Welt und Koloss nicht rechtzeitig. Ich hasse es. Nein. Ich war schon fast fertig. Ich hasse es. Jetzt bin ich beleidigt. Den Leuchtturm kann ich auch nicht bauen. Super. Ich hoffe, es hebt sich noch auf. Vielleicht kann ich dann den großen Leuchtturm bauen. Verbotene Stadt wollte ich aber unbedingt haben. Es kostet 80. Wobei ich könnte natürlich Wälder abholzen hier. Und das ist relativ fortgeschritten. Wer weiß, wann die das nächste bauen. Warte mal, wieso kann ich das nicht in Athen bauen? Das müsste doch in Athen auch gehen. Wieso kann ich nicht... Wieso kann ich... Ach Gott, ist ja klar, dass ich das jetzt nicht kann. Ja, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das besser zu machen? So, warte mal, du baue mal stattdessen das Monument. Warum zum Henker kannst du nicht das bauen? Wieso kann... Das ist nicht einmal da!
das in der Hauptstadt vielleicht nicht bauen. Muss an ein Stadtzentrum. Ah, es muss am Stadtzentrum liegen. Klar. Was ist das? Straße plündern. Hey! Das wäre natürlich eine Möglichkeit, mir Freunde beim Chinesen zu machen. Ich fürchte, da kann man nicht durch. Und offene Grenzen gibt es mir ja nicht mehr. So. Was machen wir hier? Jetzt können wir vielleicht den großen Leuchtturm bauen. Ja, ich will das jetzt ein Wunder hinbauen. Ich bin echt grantig. Plus 1 für Marineeinheiten, na super. Okay. Ja, das ist ziemlich das Sinnloseste überhaupt, was ich bauen kann. So viel wie ich das baue oder einsetze. So, was machen wir da? Kornspeicher. Monument. Monument ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oder. Hafen vielleicht, aber Sinn würde da machen und das kann ich mir jetzt nicht leisten. Lassen wir das mit dem Hafen vielleicht noch. Warte mal, Hafen ist gut neben dem. Ah, aber da habe ich einen Hügel, da könnte man Akropolis hinbauen. Yes. Wir spielen auf Kultur. Wie gesagt, wir spielen auf Kultur, also spielen wir auf Kultur. Passt. Nächste Runde. Ich wette, irgendwann mal jetzt erklärt mir dann jemand den Krieg und fährt voll über mich drüber, weil ich keine Ahnung habe, was ich tue. Immerhin habe ich ab und zu mal Truppen gebaut. Das hilft schon. So, genau, Richtung Norden haben wir gesagt, gehen wir. Warte, nein, warte mal. Ich bin so ein Idiot. Das war doch der Sinn und Zweck. Ach Gott, vergesst es. Das war ja Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir da durch können. Wir können das Mittelmeer verlassen. Hurra!
Vielleicht ist der Leuchtturm doch nicht so schlecht. Was? Nein, ich will diese Zeug nicht verkaufen. Ich will mit Kultur gewinnen. Habt's mich gern, so viel Geld könnt's mir gar nicht geben. Wenn ich das nehmen will. Oh Gott. Wir könnten die Dings, die verdammten Römer auch den Weg versperren. Und die... ich sollte hier den Dings tatsächlich euer Wissen über die Technologie Metallguss hat große Fortschritte gemacht. Ist schön. Freut mich. Fortfahren. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber... mir die Straße vom Gibraltar offen halte. Schütze, geh nach Athen und beschütze die Stadt. Du vollkommen sinnlose Person, geh da nach oben. Wie haben wir das gemacht? Was braucht er? Ach Gott. Ist wurscht. Eure Freundschaft mit Gandhi hat ihren Lauf genommen und muss erneuert werden. Machen wir das doch glatt. Hey Gandhi, Friedenshüter und stehendes Heer hättest du gern. Hast du gehört? Ich habe gerade eine neue Einheit gebaut. Ja, Freundschaft, bla 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 bla, auf Wiedersehen. So, schauen wir mal, was steht da? Euer Abgeordneter Tethys hat noch wichtiger, also Indien hat die Entwicklung der Ausrichtung Feudalismus abgeschlossen. Ha, da sind wir schon lange vorbei. Sie mögen keine Zivilisation mit kleinen stehenden Heeren. So, Korinth. Was machen wir in Korinth? Ein Lager. Da brauchen wir als nächstes ein Lager oder ein Markt. Ach, verdammt. Lager. Ich habe noch kein Lager. Wir bauen hier das. Achso, da müssen wir 120 zahlen dafür. Da können wir das Lager herbauen. Das klingt gut. Ich glaube, das kriegt keinen Bonus, wenn es neben irgendwas liegt. Aber vielleicht kriegt das Handelszentrum kriegt aber einen Bonus für jedes Zentrum, das daneben liegt. So gesehen passt das schon. So. Machen wir Schluss für heute. Wir haben unser Schlimmstes getan. Ah, genau. Handwerker wollte ich bauen. Damit wir da den Wald abholzen können. Was ist das mit Eritrea eigentlich? Da können wir jetzt einen Siedler reinsetzen, weil ich eine Bibliothek drinnen habe. Genau, ich nehme mal an, der produziert dann Wissenschaft. Und vielleicht machen wir da und da. In die Wüste. Können wir da in die Wüste auch eine Farm bauen vielleicht? Da bauen wir da zumindest einen.
soll man farmen, wenn wir die drei Farmen da machen? Ich weiß nicht, ob wir in die Wüste Farm bauen können. Na gut. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Ich werde mich jetzt auch ins Bett begeben. Bis dann. Tschüss euch.